Numbers ist eine Tabellenkalkulation und damit kann man viele großartige und wichtige Arbeiten erledigen. Wie der Name schon sagt, kann man natürlich zunächst einmal Tabellen erstellen und gestalten. Aber auch alle möglichen Diagramme sind leicht und schnell erstellt. Diagramme, die sich übrigens sofort sich ändernden Daten anpassen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass auch Zellenwerte aus anderen Zellenwerten berechnet werden können und diese sich ebenfalls anpassen, wenn sich die Eingangswerte ändern, dann ist klar, dass Tabellenkalkulationen ungemein wichtig sind in der Wirtschaft, ebenso wie in der Wissenschaft und Technik, wo man sie zum Beispiel für Simulationen komplexer Zusammenhänge nutzen kann. Dafür braucht man folglich viele Menschen, die damit gut umgehen können. Aber jeder Experte hat irgendwann mal als Anfänger gestartet und seine ersten Schritte ausprobiert. Wer Glück hat, hat dabei schon in der Schule begonnen. Dafür mache ich jetzt dieses Video. Begleitend zu einem Computerkurs in der Schule gibt es hier verschiedene Einsteigermodule zu Numbers, mit denen ich die ersten Schritte im Umgang mit der App so leicht wie möglich machen möchte. Also Schluss mit dem Vorgeplänkel. Wir starten die App und legen los. Wenn ich das Numbers-Symbol nun anklicke, dann öffnet sich das Programm und zwar erstmal mit diesem Vorschaufenster, wo ich sehen kann, welche Dateien ich bisher benutzt habe. Starte aber eine neue, das geht da oben mit diesem Plus-Symbol. Dann werden mir verschiedene Vorlagen angeboten, aus denen ich eine auswählen kann. Ich nehme einfach mal die erste, die da ist und habe dann als Ergebnis eine solche leere Tabelle vor mir. Mit den Cursor-Tasten kann ich dabei verschiedene Zellen anwählen. Mit den üblichen Wischgesten, mit den Fingern kann ich die Tabelle vergrößern, verkleinern und hin und her ziehen. Jetzt erstmal das Wichtigste. Wie sind die Zellen bezeichnet? Die Spalten sind mit Buchstaben bezeichnet und ich bin gerade in der Spalte C. Und die Zeilen sind durchnummeriert. Ich bin in der Zeile 4. Als Ergebnis ist die Zelle, die ich gerade ausgewählt habe, die Zelle C4. Das ist so ein bisschen wie bei dem Spiel Schiffe versenken. Das wird ein bisschen kleiner. Dann habe ich da links oben ein Symbol mit einem blauen Kreis. Und wenn ich den berühre, dann kann ich die Tabelle auf dem Hintergrund hin und her schieben. So, jetzt geht's los. Ich muss mal ein bisschen mal was füllen. Das heißt, ich gebe mal irgendwas ein. Ich nehme jetzt einfach mal ausgedachte Zahlen zu Klassenbelegung. Also Klasse A, B, C und vielleicht noch eine MINT-Klasse dazu. Und das Ganze noch aufgeschlüsselt für verschiedene Jahrgänge. Jahrgangsstufe 5, Jahrgangsstufe 6. Und jetzt habe ich schon den ersten tollen Trick für euch. Ich muss gar nicht alle Jahrgangsstufen selber eintippen, sondern sobald Numbers kapiert hat, wie das System ist, kann man auch sagen, bitte füge das doch mal für mich zu Ende aus. Und dazu klicke ich unten auf das Blitzsymbol und die Zelle daneben, wähle dann oben den Befehl Zelle automatisch ausfüllen aus. Dann erscheint da so ein gelbes Kästchen und dann kann ich mit dem Finger die unteren beiden Striche da in der Mitte anklicken und nach unten ziehen. Schwupps, schon hat Numbers das Ganze automatisch ergänzt, weil es verstanden hat, wie das System funktioniert. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, auch so Sachen wie Montag oder Dienstag kann man eingeben und dann mit automatischem Ausfüllen den Rest der Woche ergänzen lassen oder die Monate Januar, Februar. Dann trage ich jetzt einfach erstmal irgendwelche Daten ein. So Klassen sind meistens so zwischen 27 und 30 Schüler drin. Die erste Zeile ist so, den Rest lasse ich mal Zeitraffer durchlaufen, was ich da alles eingegeben habe. Und jetzt tue ich mal so, als hätte ich, ups, etwas falsch eingegeben. Eine Zahl stimmt nicht. Sagen wir mal die letzte, die ich genommen habe. Was mache ich nun? Nicht erschrecken. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich tippe oben auf den Befehl rückgängig. Und dann wird der letzte Schritt rückgängig gemacht. Was übrigens auch mehrfach möglich ist. Mit der Tastenkombination CMD und dem Taste Z passiert das Gleiche. Und dann kann ich die neue Zahl eingeben. Jetzt haben wir 29 Schüler und es passt alles. Nun kann ich mal langsam rangehen, der Tabelle einen Namen zu geben. Denn bis jetzt heißt die Datei leer. Und die Tabelle heißt Tabelle 1. Nicht besonders originell. Vor allem, wenn ich dann hinterher irgendwie 30 Dateien habe, die Leer 1 bis Leer 30 heißen. Also tippe ich da oben auf das Leer, auf den Pfeil daneben und gebe der Datei einen Namen. Sagen wir mal, das ist jetzt meine Übung 1 und zwar die, die ich auf YouTube hochlade. Auch die Tabelle gebe ich jetzt einen Namen. Ich habe ja gesagt, ich gebe ein, wie viele Schüler in der Klasse sind. Das heißt, hier ersetze ich die Tabelle 1 durch Klassengrößen. Typisch für das iPad ist es, dass automatisch damit die Tabelle auch unter diesem neuen Namen abgespeichert wird. Ich gehe mal raus aus der Datei, das geht mit dem Pfeil da oben nach links und sehe, meine neue Übung 1, YouTube, wurde in den Dateien ergänzt. Tippe ich an und dann bin ich auch schon wieder drin in dem, was ich angelegt habe. Als nächstes verändere ich die Tabellengröße, denn die ist deutlich größer, als ich eigentlich brauche. Bei Excel ist das übrigens unendlich groß, aber das kann ich da nicht so gut ändern. Hier kann ich jetzt einstellen, wie groß die Tabelle sein soll, indem ich da unten auf die beiden blauen Striche klicke und das Ganze nach oben ziehe, für die Zeilen. Für die Spalten entsprechend auf die beiden Striche da rechts und das Ganze nach links ziehe. Nun ist es ein bisschen übersichtlicher. Auch die Spalten sind mir ein bisschen zu breit. Also tippe ich jetzt mal die Spalte B an. Dann habe ich da oben rechts auch wieder so zwei Striche. Kann den Finger drauflegen und die Spalte B in der Größe anpassen. Habe ich das gemacht, mache ich das auch für die Spalte C. Und spätestens jetzt wird es mir ein bisschen zu lästig, immer wieder das Gleiche zu machen. Aber das geht auch geschickter. Und
Numbers verrät ja auch wie. Schau mal da unten auf den Text, da steht, tipp auf eine Zeile, um sie zu aktivieren bzw. deaktivieren. Und jetzt, du kannst mehrere Zellen gleichzeitig anwählen, indem du den Finger darüber ziehst. Ich kann auch mehrere Spalten komplett anwählen. Und das funktioniert folgendermaßen. Erstmal mache ich die beiden letzten Schritte rückgängig, denn ich will alles auf einmal machen. Dann tippe ich auf diesen Punkt in diesem blauen Kästchen an der rechten Seite und ziehe nach rechts, bis alle Zellen markiert sind, die ich verändern möchte. Nun habe ich ganz rechts wieder die beiden Striche, ziehe sie zusammen und voilà, alle Spalten werden gleichzeitig in der Größe angepasst. Okay, Spalte A habe ich dabei noch vergessen, das korrigiere ich mir noch schnell. Und schon habe ich eine Tabelle, die nur die relevanten Daten enthält. Aber das Ganze ist jetzt noch alles schwarz und grau, gefällt mir nicht. Jetzt fange ich mal an, ein bisschen zu gestalten. Dazu wähle ich eine Zelle aus, sagen wir mal die Zelle B1, in der das A steht, und klicke dann da oben auf diesen Pinsel. So, und da sieht man schon, jetzt habe ich ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Ich möchte gerne, dass das A in der Mitte der Zelle steht und nicht links. Mache ich das und zack. Dann muss ich das Gleiche für die Zelle C1 mit dem B machen. Und dann merke ich schon, es wird mir zu blöd, alles einzeln zu machen. Ich will das ja für ganz viele Zellen machen. Den Trick haben wir gerade schon gelernt. Erst die Zellen markieren. Es geht jetzt mit diesem Punkt da unten rechts an dem blauen Kästchen. Und danach, wenn die Zellen markiert sind, sagen, das soll bitte für alle Zellen passieren. Zack, habe ich in allen Zellen die Eintragungen in der Mitte. Dann ist mir das Ganze zu grau. Jetzt möchte ich es gerne ein bisschen bunt haben. Dazu klicke ich erst wieder auf den Pinsel und da unten auf dieses Feld mit der Hintergrundfarbe. Und jetzt sieht man schon, es werden dir ganz viele Farben angeboten. Wenn ich ganz unten gucke, da ist noch so ein grüner und ein grauer Punkt. Wenn ich auf den grauen Punkt tippe, dann werden mir sogar beliebig viele Farben angeboten. Aber das lasse ich jetzt mal. Ich interessiere mich eher für den Verlauf zwischen zwei Farben. Dann nehme ich als Startfarbe so ein helles Blau und das dunkle Blau kann bleiben. Dann habe ich für das A so einen schönen Übergang von oben nach unten, hell zu dunkelblau. Gefällt mir. Möchte ich für die Klasse B auch haben, aber in grün. So wähle ich für die Startfarbe das helle Grün und für die Endfarbe ein etwas dunkleres Grün. Und schon habe ich das für die Klasse B auch. So, jetzt mache ich das wieder im Zeitraffer für die C und für die Mint auch. C in Gelb, Mint in Rot. Das sind immer die gleichen Befehle und schon sieht das doch richtig cool aus. Ich kann auch alles in einer einheitlichen Farbe machen und natürlich mehrere Zellen gleichzeitig. Also ich markiere etwa die erste Spalte, gehe wieder auf den Pinsel, unten auf Zellenfüllung und suche mir jetzt von mir aus ein Violett aus. Die Farbe hatte ich noch nicht. Und schon sieht das Ganze doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt möchte ich euch zum Schluss von diesem Modul noch einen kleinen Bonus zeigen, den ich später in anderen Modulen etwas ausführlicher betrachte. Und zwar kann es ja sein, dass mich jetzt interessiert, wie viele Schüler sind eigentlich insgesamt in der Jahrgangsstufe 5. Dazu müsste ich die vier Zahlen da 30, 28, 27, 30 aufsummieren. Das mache ich aber nicht selber, sondern das kann ich Numbers überlassen. Dazu klicke ich dann unten auf den Befehl Zelle, muss ich eventuell ein bisschen nach unten scrollen und da ist dann der Befehl Summe drauf getippt und fertig. Und wie ich in der Vorschau schon gesagt habe, eine der großen Stärken ist das nachträgliche Anpassen. Wenn jetzt in der B nicht 28, sondern 29 Schüler sind und die App verändert die Summe auch entsprechend sofort. Oder wenn B 25 sind, habe ich nur noch 112 Schüler insgesamt. Großartig, ich kann sofort meine Daten anpassen. Das gefällt mir so gut, das möchte ich für die anderen Zeilen auch haben. Aber wie ihr bereits gelernt habt, ich tippe jetzt nicht das Ganze 5-mal oder 6-mal ein, sondern ich markiere erst den ganzen Block, den ich mit Summen belegt haben möchte, klicke dann auf Zelle, klicke dann auf Summe und schon habe ich alle Schülerzahlen für alle Jahrgänge zusammen. Der Summenbefehl klappt übrigens nicht nur mit Zeilen, sondern auch mit Spalten. Das ist jetzt hilfreich, wenn ich etwa wissen möchte, wie viele Schüler sind insgesamt auf meiner Schule. Dann gehe ich einfach darunter auf die Zelle, klicke wieder auf Summe und habe die Summe der Summen. Vielleicht möchte ich auch noch die Zeilen entsprechend alle gefüllt haben, wissen, wie viele in der Klasse A, B, C sind. Da ist das gleiche Spiel. Ich markiere erst, dann Zelle, dann Summe, fertig. Und der Rest ist noch ein bisschen gestalten. Ich kann alles in die Mitte setzen. Ich kann es irgendwie in fetter Schrift darstellen, damit es ein bisschen hervorgehoben ist. So, dann schreibe ich da unten auch nochmal Summe rein für die Summe der Spalten. Mache da oben die Summe, Spalte ein bisschen schmaler. Jetzt habe ich aus Versehen die Summenspalte gelöscht. Das ist natürlich schlecht. Was mache ich denn jetzt? Na klar, rückgängig. Zack, da ist die Summenspalte wieder. Jetzt mache ich es richtig. Und schon ist meine Tabelle fertig. Aber ganz ehrlich, das sieht doch super aus. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen kleinen Like für das Video geben. Und wenn ihr das Video guckt, ist hoffentlich bereits weitere Module hochgeladen. Damit wünsche ich euch viel Erfolg bei euren ersten Schritten mit Numbers. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.